Hallo liebe LS-Landwirte, willkommen zu einer weiteren Map-Vorstellung. Heute befinden wir uns auf der Karte Rotkehlchen. Klingt doch nett, oder? Eigentlich heißt die Karte aber Malinowska. Aber Malinowska ist russisch und auf Deutsch heißt es Rotkehlchen. Also, wie ihr da mitbekommen habt, befinden wir uns heute in Russland. Im echten Leben will man jetzt vielleicht gerade nicht da sein, aber hier im LS, denke ich, ist das durchaus in Ordnung. Zunächst mal vielen Dank, dass ihr meine Videos so fleißig anschaut. Für eure Kommentare, für eure Daumen, für eure Abos. Und das dürft ihr natürlich auch gern so beibehalten. Ich freue mich über jeden Abo, über jedes Abo, über jeden Daumen, über jeden Kommentar. Vielen Dank. Aber jetzt Schluss mit der Vorrede. Fangen wir mal an, hier uns den Hof anzuschauen. So, das Ganze ist hier etwas, ja, postkommunistisch angehaucht. Die ganze Karte versprüht einen etwas morbiden Charme, aber sie ist sehr nett gemacht, muss ich sagen. Es gibt hier viele nette Details zu entdecken. Ist nicht langweilig, immer so kleine Sachen. Hier zum Beispiel dieser Reifenstapel oder hier so ein paar Bauteile. Ist einfach nicht langweilig. Gefällt mir wirklich gut. Wie gesagt, wir sind jetzt hier auf unserem Hof. Hier haben wir einen Dieseltank. Ja, was haben wir noch so? Hier viel Unkraut. Eine Sämaschine. Hier haben wir ein Tor. Ein altes, rostiges Gittertor. Können wir aufmachen natürlich. Hier steht auch so ein... Ja, was ist das? So eine Kabeltrommel wahrscheinlich. Die ist da eingewachsen. Das ist einfach was. Das macht es einfach nett. So hier so ein Schuppen. So ein alter. Kann man nicht aufmachen, aber ja. Hier, da. Hallen. Weiß nicht, ob man die aufmachen kann. Ja, die kann man aufmachen. Also habt ihr hier eine große Halle. Dann hier eine Rampe. Fahrzeuge reparieren. Liegt auch noch eine Kabeltrommel rum. Also das hat man überall auf der Karte. So Deko-Elemente. Ist wirklich nicht schlecht. Hier liegen ein paar Steine rum. Und dann diese osteuropäischen Betonplatten. Die kenne ich noch aus meiner Kindheit. Überall hat es diese Betonplatten gehabt. Da wurden Straßen gebaut damit. Also jetzt keine Hauptstraßen, aber sagen wir so Wohnstraßen oder Wege. Bei mir daheim, wo ich früher gewohnt habe als Kind, hat auch so ein Weg vorbeigeführt, der aus solchen Platten bestand. So ein bisschen Nostalgie. Das geht nicht auf. Ja, dann haben wir hier einen Schlagbaum. Gucken, ob der aufgeht. Vielleicht geht der nur auf, wenn wir mit dem Fahrzeug kommen. Müssen wir uns dann mal anschauen. So, was haben wir denn hier noch auf der Karte? Da auf dem Hof, sagen wir mal. Können wir hier rein? Ja, hier können wir rein. Also hier haben wir noch eine größere Halle. Hier liegt sogar ein bisschen Zeugs drin. Ein bisschen Dünger und Saatgut, würde ich sagen, ist das. Das liegt dann halt da einfach so, ne? Einfach so ein Haufen. Das muss man dann halt erstmal aufladen. Hier so ein bisschen Schlamm. Ne? Cool. Dann hier ein Tor. Oh, das geht nicht auf. Schade. Aber wir probieren es mal. Ich steige da mal in den Traktor. Dann gucken wir mal, ob wir da aus dem Fahrzeug das öffnen können. Was haben wir hier stehen? Oh, Strastvuitje Tavarishi. Sachem. Arsenk. Ja, okay. Gidje. Gidje heißt wo? Soljark. Ja, okay, also. Okay, also ich kann es jetzt nicht lesen, weil ich ganz einer von euch das alles überlesen. Also Strastvuitje Tavarishi heißt Hallo Genossen. Das weiß ich noch, aber mehr andere kann ich jetzt nicht entziffern. Weiß ich nicht, was das heißen soll. Hier können wir auch noch rein. Oh, hallo? Hat er was gesagt? Oh, ich habe das nicht verstanden. Ja, das ist ja nett. Hallo, Kollege. Ja, wie geht's? Ach, das ist unsere Werkstatt hier. Er repariert dann scheinbar unsere Fahrzeuge. Was für eine riesige Werkstatthalle wir hier haben. So, okay.
Hier können wir auch noch aufmachen. Also, soweit, so gut. Dann schauen wir uns das Ganze mal in der Übersicht an. Also, wir sind jetzt hier auf dem Hof gewesen. Das ist die Karte insgesamt. Keine eckigen Felder, alles natürliche Geländeformen. Sieht auf den ersten Blick schön, ja, wie soll man sagen, natürlich aus. Uns gehört, wenn wir als neuer Farmer starten, der Hof, dann das Feld 20 und hier unten noch eine Fläche, die schauen wir uns auch noch an. Gehen wir dann auch gleich noch hin. Ansonsten seht ihr, es gibt hier, glaube ich, 31 Felder, überwiegend größere, bis auf hier oben. Ja, das sind auch ein paar ganz winzig kleine, 28, 29, 30, 31. Die sind total klein. Konstantin heißt scheinbar der Mapper, der das Ganze hier gemacht hat, dem wir das zu verdanken haben. Und er hat sich wirklich viel Arbeit gemacht. So, dann würde ich mal sagen, ich mache mal die Minimap an. Dann springen wir mal in einen Traktor. Welchen nehmen wir? Nehmen wir den. Und dann gucken wir mal, dass wir mal eine Runde fahren. Dass wir einen Eindruck von der Karte gewinnen. Und wir wollten ja mal schauen, ob wir das Tor aufkriegen. Wo war denn das Tor? Das war irgendwo hier, oder? Ne, hier nicht. Bin ich schon weg von dem Tor? Wo war das Tor? Da war das Tor. Hier hinter dem Schlamm. Sesam, öffne dich. Sesam öffnet sich nicht. Oder müssen wir hier noch nachhelfen? Was haben wir denn hier? Aha! So geht der Sesam auf. Also, haben wir das auch schon rausgefunden, wie man hier rauskommt. So. Oh, was steht denn da? Sau Avantgarde. Avantgarde. Sau Avantgarde. Heißt das. Okay, gut. Also hier raus. Ihr habt einen kleinen Teich. Och, sieht das toll aus hier. Da ist ein bisschen Schutt da auf dem Boden. Ach, super, super, super. Gut, der Weg ist jetzt hier ein bisschen arg glatt. Der passt jetzt nicht so ganz dazu. Aber ansonsten, klasse. Klasse, klasse. So, jetzt fahren wir hier mal rum. Wir wollen jetzt in unserem zweiten Hofteil kommen. Oder das sieht doch richtig gut aus hier. Was haben wir hier? Stromverteilerkasten. Aha. Ach, hier ist jetzt die Einfahrt mit dem Schlagbaum. Dann gucken wir auch gleich mal, ob wir die aufkriegen. Ja, diese Einfahrtsbegrenzung mit diesen alten Reifen. Ja, genau. Geht auf. Okay. So, dann düsen wir mal weiter. Ein richtig schöner Weg hier. Ja, gefällt mir ja. So, hier kommen wir jetzt zu unserem Feld 20. Na, hier sind wir jetzt. Rechts von uns ist das Feld 20 und links das Feld 24. Gehen hier ineinander über. Da hinten ist das Feld 24, auf dem da was wächst. Und das leere Feld hier, das ist unser Feld 20. Ihr seht, das ist recht groß. Kann man also durchaus schon was anbauen. So, wir schauen uns noch ein paar Gebäude an. Die sind alle richtig, richtig schön gemacht. Wirkt so richtig so einen morbiden Charme. Morbider Ostalgie-Charme, sag ich mal. Wirklich toll. Das ist überhaupt nicht langweilig hier, ne? So eine Lichtung, dann Bäume, Büsche. Jetzt kommen wir hier an den Fluss. Dann gucken wir mal, was es da für eine Brücke gibt. Hier ist sie. Ja, so ähnlich habe ich mir das schon gedacht. SnowRunner lässt grüßen.
So, und da sind wir jetzt auch schon an unserem Hof, Teil 2 unseres Hofes. Stellen wir den Trecker mal hier ab. Fahren dann später noch ein Stück weiter, oder? Ne, ich glaube, fahren tun wir nicht mehr. Wir springen dann mal noch zu ein paar Orten. Die schauen wir uns einfach mal so an. So, Motor aus, wie sich das gehört. Also, dann sind wir jetzt hier. Hier ist unser Silo. Sieht auch cool aus, oder? Für so eine richtig große Kolchose passt das. Hier können wir Sachen abladen. Und da können wir sie wieder rausholen. So, was haben wir hier hinten noch? Pförtnerhäuschen, aber das scheint verlassen zu sein. Die Pforte ist offen. Hier eine Ruine, auf die schon Bäume draufgefallen sind. Schön, super. So, was haben wir denn hier? Was ist das? Oh, hier gibt es Geräusche. Die Ziegelwand, die bremst die Performance etwas aus. Was ist das? Gucken, wo sind wir denn jetzt? Hier unten sind wir. Mähdrescher-Komplex nennt sich das. Dann gibt es noch Saatbeizmittel. Also Mähdrescher-Komplex. Das muss irgendeine Produktion sein. Das Ding kann man sogar kaufen für 100.000. Also die Produktion gehört uns nicht, nur das Land dazu gehört uns. Ja, also, ich habe es vorhin nicht gezeigt. Neben den Feldern gibt es ja auch noch mehr Parzellen zu kaufen. Ne? Also könnt ihr auch so Grünland kaufen, Wiesen, Wälder. Na, hier, seht ihr, gibt es alles Mögliche, was ihr erwerben könnt. So, hier haben wir noch einen großen Unterstand. Hier ist wohl jetzt das Saatbeizmittel. Fat Action hat sich hier verewigt. Ist das eine Produktion vom Fett? Da bin ich gerade gar nicht auf dem aktuellen Stand, was es da so gibt von ihm. Also das ist das Saatbeizmittel hier. Wahrscheinlich Saatgutherstellung. So, dann haben wir noch was hier. Naja, noch eine Halle, wie es aussieht. Hier. Können da auch was lagern oder abstellen. Und dann sind wir wieder am Eingang. Und drüben kann man natürlich auch nochmal gucken. Aber so sieht es jetzt hier überall aus. So, dann wollen wir uns mal noch ein bisschen umschauen. Zuerst wollte ich euch mal zeigen, die Früchte hier auf der Karte. Also es gibt die Standardfrüchte. Zusätzlich hat es dann hier noch Lichgras und Luzerne. Bei den Produkten gibt es ja auch noch ein bisschen paar Sachen zusätzlich. Gibt es nämlich noch gereinigten Weizen, gereinigte Gerste, gereinigt Hafer, Canola, also Raps, gereinigte Sorghum, Sonnenblumen, Sojabohnen, alles gereinigt. Getreideabfälle gibt es, es gibt Sand, es gibt Luzerne, klar. Alfalfa Heu, das ist das Heu der Luzerne. Eine Anwelksilage gibt es, Knödel gibt es, Pasta und Dorgirac-Nudeln. Fahrzeuge habt ihr auch, nickelnagelneu, ganze Menge dabei. Tiere gehören uns noch nicht, Produktion haben wir auch keine. So, das dazu. Und dann springen wir mal noch so ein bisschen hier rum und schauen uns mal noch ein paar Sachen an. Hier oben ist zum Beispiel die Schweinefarm. Schauen wir uns die mal an, wie die aussieht. Da auch eine riesige Freilufthalle. Ja, wieder so ein Tor. Und hier ist dann der Schweinestall. Wahrscheinlich kann man das hier öffnen. Ne, kann man nicht. Oder hier auch nicht. Gut, dann halt nicht. Was haben wir hier? Hier liegt der Misthaufen. Okay. Also, das ist der Schweinestall.
Hier haben wir eine Kantine im Dorf Konstantinowka. Es gibt hier mehrere Dörfer auf der Karte. Das ist das Dorf Konstantinowka. Es gibt dann noch das Dorf, wie heißt das? Fedorischi. Gibt es noch? Ich glaube, hier ist auch noch ein Dorf. Ja, das heißt Malinowka. Das ist dann das Rotkelchendorf. Genau, also, das sind so, ja. Gehen wir nochmal zum Fahrzeughändler. Das sieht so aus. Das ist alles dieser Ostcharme. Das sage ich jetzt einfach mal. Wer das mag? Ach, hier steht auch schon wieder einer. Hallo? Habe ich den nicht vorhin schon gesehen? Ihr seht doch, ne? Immer diese Schranken hier. So, diese riesigen Anlagen. Alles schon so ein bisschen rostig, gammelig. Ja, also, mir gefällt's. Es hat was. Gucken wir mal noch hier unten. Kuhstall haben wir hier zum Beispiel. Das sieht ziemlich genauso aus wie der Schweinestall, ha? Ne, sieht doch nicht. Hier kann man bestimmt rein. Ja, so, sind wir drin im Kuhstall. Also hier passen schon ein paar Kühe rein in das Teil. Was ich euch auch mal noch zeigen wollte. Hier zum Beispiel sieht es doch richtig toll aus. Guckt euch mal diesen Hof hier an. Na, sieht das nicht urig aus? Oder? Klasse. Richtig schön. So ein alter Ziehbrunnen hier. Hier stehen die Tomaten hinterm Haus. Cool. Das ist hier unser Farmhaus. Obwohl uns das Grundstück, glaube ich, gar nicht. Doch, das gehört uns sogar das Grundstück. Aha. Also können wir sogar Tomaten ernten, wenn wir das wollen. Oder hier, was ist das? Sind das Kartoffeln? Sieht so aus. Also von der Blüte her würde ich sagen, von den Dämmen würde ich sagen, dass das Kartoffeln sind. Da liegt noch so ein alter Heuschober. Ach, ich könnte mich gar nicht satt sehen an der Karte hier. Guckt euch mal diese Dusche hier an. Die ist ja herrlich. Ei Gott, super. Gut, kann man hier rein? Nee, rein kann man leider nicht, oder? Geht das hier auf? Ah, da ist schon jemand drin. Oh, hallo. Ich wollte nicht stören. Entschuldigung. Genial, schön. Also, was es hier alles zu entdecken gibt auf der Karte. Die Wäsche hängt hier auf der Leine. Oh, ich glaube, ich wäre gar nicht fertig mit der Map-Vorstellung. Doch. Vielleicht. Wo gehen wir mal noch hin? Ja, noch ein, zwei Sachen, dann machen wir Schluss. Wassertank haben wir hier. Wie sieht der aus? Ja, okay. Das ist nicht so spannend. Aber die Landschaft hier. Sieht's einfach nett aus. Schön grün, üppig. Hier Leitplanken aus Holz. Da so ein Fluss. Das sieht doch alles irgendwie richtig echt aus. Guckt euch hier das Fluss an mit dem Schilf, Seerosen. Gut, Seerosen wachsen nicht im Fluss, sondern eher in stehenden Gewässern, aber okay. Wollen wir mal drüber hinwegsehen. Herrlich. Okay, also. Wenn euch die Karte gefällt, ladet sie euch gerne herunter. Ich stelle euch den Link in die Videobeschreibung. Wünsche euch viel Spaß beim Spielen. Entdeckt noch schöne Sachen. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche besonderen Sachen entdeckt habt. Drüben ist ein Anlegesteg mit Boot. Und genau, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.